Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Irgendjemand hat geschrieben, YouTuber bist doch eigentlich du, aber ihr seid irgendwie die YouTube-Fans. Und ja, und auf vielfachen Wunsch zeige ich euch heute, wie man diesen schönen Kranz, den ich in dem letzten Video im Event dekoriert habe, wie man den macht, Schritt für Schritt. Und es lohnt sich also immer dran zu bleiben. Und es ist ganz simpel eigentlich, weil man nimmt nur Efeuranken, ja, schöne, regelmäßig bestückte Efeuranken. Man braucht Steineiche oder Rosmarin. Man braucht Muschelblume. Und natürlich Schleierkraut, ja, dieses wunderschöne, immer füllende, lässig wirkende Schleierkraut, auch Gypsophila genannt oder auch Gyps in Kurzwort. Und dann braucht man schöne Mohnkapseln. Und wenn man die Zutaten alle mit ein bisschen Geschick mit Heißkleber zusammenfügt, dann bekommt man so eine schöne Deko. Aber dazu müsst ihr das Video einfach bis zum Schluss gucken. Viel Spaß! Bevor ich zum Video übergehe, zeige ich euch doch nochmal, ach, es ist immer so schön, die aktuellen tollen Blumen. Hier ist eine wunderschöne Rose, die mit diesem grünlichen Farbton besticht, die musste ich unbedingt haben. Ja, und ich zeige euch mal so ein paar aktuelle Werke. Also das hier ist eine wunderschöne Blume, die heißt Rudbeckia, hätte gern einen sonnigen Standort und hat auch hier so schön diese Knospen. Und diese Pflanze, die wird etwa 60 bis 80 cm hoch. Ja, man sieht jetzt also hier die großen Pflanzen. Und für eine, ja leider für einen traurigen Anlass, haben wir hier auch eine Rudbeckia in die Schale gepflanzt. Ja, auch mit Gräsern und haben als Übergang dann noch eine weiße Erika dazu gepflanzt in eine schöne graue Schale. Weil es so schön ist, gibt es das nicht nur einmal, sondern das gibt es zweimal. Und eine andere Dame, die wollte gerne rot-weiß. Da haben wir die schöne, bis zum Frost ausdauernd blühende Dipladenie genommen und haben sie auch mit weißen Blüten unterbepflanzt, haben den Efeu reingesetzt, der so schön abfließt. Und hier haben wir auch dieses Gras, das ist ein winterhartes Gras, reingesetzt. Und passend auch zu diesen Pflanzschalen gibt es hier noch die Blumen. Und auch hier haben wir eine Verbindung geschaffen, weil die schönen Rudbeckia-Blüten, ja, die von den Pflanzen und von den Pflanzschalen, die finden sich hier auch in der zentralen Arbeit wieder. Ja, aber jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal in den Arbeitsbereich, weil da geht es ja um das heutige Video. Ach nee, wir gehen erstmal nach Unterfranken, weil es gibt jetzt die zweite Folge der News vom Holzeckerhof über die Pfingstrosen. Und da haben wir wieder ein ganz wissenswertes Thema rausgesucht. Und außerdem haben wir auch eruiert, ob man Päonien eigentlich mit Samen ziehen kann. Also es lohnt sich immer, die Videos bis zum Schluss zu gucken. Es gibt so viel Wissenswertes. Also, weiter geht's. So, wir sind wieder auf dem Holzackerhof. Und die liebe Susanne Sauer und Herr Sebastian Sauer, die zeigen uns jetzt mal den Schaugarten für Pfingstrosen. Da ist natürlich im Moment, wir haben Hochsommer, im Moment ist es nicht in Blüte, aber die Pflanzen sind schon ganz toll. Und es sind, wie viele Sorten sind hier? Hier am Hof haben wir 30 Sorten, also das ist der kleine Schaugarten, und wir haben aber auch noch einen großen Schaugarten mit 200 Sorten aktuell. Und ja, da bleibt eigentlich kein Wunsch offen, also dass für jeden was dabei. Mhm. Komm, wir gucken da mal rein. Würde ich sagen, genau. So schön. Die Inhaberin voran. Ja. Und hier vorne haben wir gleich eine ganz tolle weiße Sorte. Sieht man jetzt nicht, aber eigentlich ist es eine weiße. Die nennt sich Madame Claude Ten. Die blüht sehr groß, kugelförmig und wunderschön.
Man kann es noch erahnen an den getrockneten Blütenblättern hier. Also es ist eine meiner Lieblingssorten als Pflanze, muss ich sagen. Also im Garten macht das richtig was her. Ja. Ich blende euch natürlich die Blüten, wenn die jetzt in voller Blüte stehen, blende ich euch nochmal ein. Und also hier sieht man, hier sind immer die ganzen Sortenschilder. Und das ist hier im Mai, Juni. Das ist hier eine Pracht. Ja, es ist echt wunderschön. Ich stehe dann auch immer hier und denke mir, eigentlich braucht es keine andere Pflanzen im Garten als Päonien. Also für mich ist das so. Für meinen Mann auch, ja. Genau. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Weiße. Die Quitzeln, die ist eher so gelblich, fast ins Grüne reingehend. Neues Choice, die ist sehr bunt. Da ist Pink dabei, da ist Weiß dabei. Also ja, wir haben ganz unterschiedliche Farben und Formen. Auch unterschiedlich, wie hoch eine Pflanze wird. Die einen werden ein bisschen höher, die anderen werden mehr kugelförmiger auch. Ne? Die Pflanze an sich, die Staude an sich. Also es ist wirklich wunderschön, wie unterschiedlich die auch sind. Ja. Können finden, wenn sich jetzt jemand für eure Pflanzen auch interessiert, die ihr ja auch versendet, können die Leute das sehen im Webshop, ob die buschig oder ob die hochwachsen? Habt ihr das in den Beschreibungen drin? Ja, also das sind wirklich die Beschreibungen drin. Also da steht drin zum Beispiel auch, ob sie duftend sind oder ob sie gefüllt sind oder halb gefüllt. Solche Sachen sind auch drin. Genau, also danach kann man es sogar filtern im Shop. Ja. Ich habe hier noch was ganz Interessantes gesehen, da wollte ich dich noch mal fragen. Hier sind so richtige Kapseln. Was ist das denn? Das sind die Samen von den Pfingstrosen. Also die, wenn ich das mal aufmache, kann man das schön sehen. Die könnte man sogar einpflanzen und da eine eigene Pfingstrose züchten, sage ich jetzt mal. Nicht züchten, sondern einfach hochwachsen lassen. Oder ja. Wenn man sie pflegt, kommt auch irgendwann so eine Staude raus. Aber das braucht natürlich auch viel, viel Zeit. Also wenn wir die Pfingstrosen bekommen von unseren Lieferanten, sind das keine Samen, sondern wir bekommen die zum Beispiel als wurzelnackte Pflanzen. Also da ist es schon eine Wurzel. Ne? Also nicht die Samen bekommen wir nicht, sondern... Ja. Interessant. Ja. Ja, also wenn man viel Zeit und Geduld hat, kann man das auch versuchen. Also, damit sich die lieben YouTuber das alles vorstellen können, haben wir noch ganz tolle Fotos von diesem Schaugarten in Blüte. Hier die 30 Sorten, einer außerhalb mit 200 Sorten. Wahnsinn. Also es ist unglaublich, welche Vielfalt hier ist. Aber im Webshop seht ihr da noch mehr. Da könnt ihr auch in den Webshop reingehen und diese Pflanzen auch wieder bestellen, die versendet werden von Ende September bis Anfang November. Genau. Vielen Dank. Danke. So, also wir haben uns gerade noch mal über das Thema Vermehrung mit den Samen unterhalten. Und lieber Sebastian, ich habe dann doch noch mal eine Frage, wie das so funktioniert und wie lange das dauert. Also wenn wir aus diesem Korn, Samenkorn letztendlich wirklich eine Pionenpflanze haben möchten, braucht man wirklich viel Geduld. Also Pioniensaat geht sehr schwierig auf. Die brauchen optimale Bedingungen, dass sie überhaupt keimen. Und wenn man das Glück hat, dass sie keimt, bis sich dann wirklich eine Pionie aus so einem Korn entwickelt, können 3 bis 4 Jahre vergehen. Und deswegen vermehren wir unsere Pionien eigentlich alle über die Wurzel. Das heißt also, an den Wurzeln entstehen quasi immer die Triebe fürs neue Jahr. Also die Pionien, wie wir sie hier gerade sehen, mit dem Laub ohne Blüte, die setzen gerade die Triebe, die Ernte für 2023 an. Und an diesen Triebstellen werden die Pflanzen letztendlich dann geteilt. Und dann versuchen wir Pflanzen da rauszuschneiden, die dann 3 bis 5 Triebe haben. Und dass der Endkunde im Garten dann auch wirklich im zweiten Jahr nach der Pflanzung auch schon was von seinen Pionien hat. Wow. Genau. Also was lernen wir? Der kleine Nachtrag, der war jetzt echt wichtig, weil... So einfach ist es dann doch nicht, dass man denkt, ich nehme den Samen, sondern eigentlich ist es dann doch besser, bei der Familie Sauer die Pflanzen zu bestellen. Ganz einfach. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage, das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet. Aber ihr könnt euch
die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link. Hier geht's zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop. Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, in dem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist, ist unglaublich, sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert. Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. So, zurück aus Unterfranken und los geht's mit dem Video. Ich habe ja im letzten Video, da hatten wir so eine Veranstaltung, eine wunderschöne Veranstaltung in einer tollen Location. Es war so eine richtig schöne Eventscheune, die war umgebaut war. Und da hatten wir einen richtig schönen Kranz mit, was viele fasziniert. Und mich fasziniert es ja auch mit Muschelblumen. Ja, und das war, und dann habe ich euch gefragt, ob ihr denn gern so einen Kranz hättet. Und da haben ganz viele von euch, ich bin mal wieder alleine, ich habe die Kamera aufgehängt. Mein Kameramann ist heute nicht zur Verfügung. Und deswegen habe ich beschlossen, dass es jetzt wichtiger ist, dass ihr hier diesen Arbeitstisch seht und manchmal bücke ich mich dann einfach zu euch und statt dass ihr immer mein Gesicht ganz seht, weil ich glaube, es geht ja wirklich im Video immer um die Sache und ich habe hier auch toll alles vorbereitet und dieser Kranz, der ist eigentlich relativ simpel und das ist eine sehr schöne Sache für Events, ja, auch für eine Deko. Und der Kranz ist ganz einfach gemacht. Also ich habe hier richtig schöne, dicke Efeuranken. Nehme diese Efeuranken und ich halte es jetzt hier so fest, ja. Aber was ich auch oft mache, ist, wenn ich Ranken wickeln will, ich nehme das einfach, klemme diese Ranken, klemme die hier ein, ja, zwischen den Beinen. Weil ich habe ja nicht immer jemanden, der mir die festhält und das wäre mir auch zu umständlich, ehrlich gesagt. Teile dann quasi diese Ranken in zwei Hälften, ja, so zweimal so einen Schopf. Und dann verzwirbel ich quasi, ja, verdrehe einfach nur die Ranken in so. Das ist immer, ja, ich habe da einige Videos, wo ich solche Arbeiten gemacht habe. Das sieht immer ein bisschen wild aus, ja, und man kann auch immer Ranken zustecken, ja, man sieht, also ich nehme dann auch noch weitere dazu, weil ich möchte ja, dass der schön dick wird, der Kranz, steck weitere Ranken in die Mitte dazu, hab dann im Endeffekt so, wenn man das jetzt ordentlich macht, wieder zwei Hälften mit meinen Ranken. Das Schöne ist natürlich, wenn ich sowas mache, dann spare ich mir ganz einfach Steckmasse. Ja, ich nehme einfach Efeu-Ranken für Zwirbel. Die Efeu hält ja relativ gut. Man kann den auch mal ansprühen, ja. Aber das ist eine relativ günstige Deko, weil es gibt sicher ganz viele von euch, die Efeu-Ranken. Jetzt nehme ich wieder mein anderes Ende, ja. Es gibt sicher ganz viele von euch, die Efeu-Ranken im Garten haben und die einfach immer abschneiden und gar nichts draus machen. Das ist natürlich zu schade. Und wer lang genug meine Videos guckt, der weiß, dass ich da immer ziemlich viel draus mache. So, und aus diesem vermeintlichen Wirrwarr entsteht dann schon ein Efeuring. Ja? Also wirklich nur zwei
Päckchen immer so miteinander verdreht und verzwirbelt. Und wenn man das jetzt mal auch fixieren will, kann man auch mal einen Draht nehmen. Ja, hier so einen grünen Draht. Ist auch schön, wenn ich die Kamera habe, weil dann kann ich das einfach in die Kamera halten und zeigen. Und sehe natürlich auch genau das, was ihr sehen werdet. Das heißt, ich kann einen Draht nehmen, kann dann auch solche Enden mal festzwirbeln, nehme auch immer eine Drahtschere zum Abschneiden. Ja, das ist immer empfehlenswert. Hat natürlich auch vom Wickeln hier, da sieht man, das ist jetzt die Rückseite, da sind die ganzen Enden vom Efeu. Aber das ist kein Problem. Auch hier kann man einfach einen Draht nehmen und kann diese Enden von dem Efeu fest drahten, so dass die, ich schneide die nicht weg, weil die geben ja diesem Kranz auch Volumen. Ja, und da kann man diese Enden fest drahten, so dass die dann natürlich nicht so abstehen. Ja. Aber so auf diese Art und Weise habe ich jetzt also doch ein schönes Kränzlein schon gewickelt. Und auch dieser Kranz wäre jetzt natürlich schon an und für sich sehr schön. Ich blende euch jetzt noch mal ein Bild ein von dem fertigen Kranz von dem Event, damit ihr auch seht, also das ist die Basis, das andere ist der fertige. Und das letzte Mal hatte ich Rosmarin und heute, ich habe jetzt heute kein Rosmarin, aber ich habe was ganz Tolles mitgebracht, was ebenso ganz toll ist, und zwar das ist Steineiche. Ja, Steineiche trocknet auch sehr, sehr schön ein. Und Steineiche macht das Ganze auch, zum Beispiel Olive kann man auch toll nehmen. Und Steineiche macht das auch so, ja, so natürlich, so mediterran. Und ich nehme also jetzt so Stücke von der Steineiche. Man sieht, es gibt immer eine Rückseite vom Blatt und es gibt immer die Vorderseite. Und die Vorderseite ist natürlich viel schöner grün. Und ich schneide jetzt einfach von der Steineiche solche Stücke. Und nicht zu kurz machen, nicht zu akkurat, ja, sonst bekommt er nicht diese Lässigkeit, der Kranz. Die andere Variante, einen Kranz zu machen, ist natürlich, einen Kranz zu wickeln. Ja, und wenn ich einen Kranz wickel, dann mache ich euch nochmal ein schönes Herbstkranzvideo, verlinke ich euch. Das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Technik. Das erfordert viel mehr Material, ja. Es ist sehr, sehr schön für Herbstkränze. Ich hole gerade mal einen um die Ecke, weil ich wollte euch das gern zeigen, wie das aussieht. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel von einem gewickelten Herbstkranz. Da habe ich eine Strohrömerbasis, ja, und wickel auf diesen Strohrömer meine Materialien drauf. Ist sehr, sehr schön, auch für den Herbst. Es hat auch ein ganz tolles Volumen und hat natürlich auch durch den Strohrömer eine ganz andere Festigkeit. Solche Herbstkränze, auch in Orangetönen, auch in Weißgrün oder der ist jetzt in Rosé, die wickeln wir auch und die versenden wir auch an unsere lieben YouTuber, so wie wir auch zu Ostern schon ganz viele Kränze versendet haben. Also, wenn ihr sowas gern haben wollt, dann schickt mir eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de und dann kann ich euch gern sagen, was wir für Kränze machen können. Aber Kränze, ja, Herbstkränze versenden, ist natürlich überhaupt kein Problem für uns. Klar, immer gerne. Ja, jetzt habe ich hier meinen Efeukranz und nehme einfach einen Heißkleber. Mache, ja, klebe diese Steineiche-Stücke mit dem Heißkleber fest. So, also jetzt ist unser Kranz schon deutlich natürlicher und voluminöser. Anmerkung von mir, also zum einen natürlich aufpassen, dass man sich nicht brennt, weil Heißkleber und die Heißklebepistole, das ist ziemlich unangenehm, wenn man sich die Haut verbrennt. Also man braucht auf jeden Fall Heißkleber dafür.
Man kann auch drahten, weil manche von euch sagen, sie wollen ohne Kunststoff arbeiten. Das geht natürlich auch, das dauert einfach nur viel länger. Jetzt ist der Kranz sehr natürlich. Und kleiner Tipp von mir, man kann natürlich mit Olive und Steineiche arbeiten, aber wenn man damit arbeitet, dann sollte der Kranz an einem Ort sein, wo der einfach ganz ruhig hängt. Ja, wir haben hier auch einen Steineiche-Kranz im Laden, der ist wunderschön, aber wenn den ganzen Tag die Haustüre auf und zu geht, bum, 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 dann ist der Kranz irgendwann mal ziemlich lädiert, weil fallen einfach die Blätter ab. Und wenn der, ich sag mal, möglichst auch geschützt, wenn der dann so irgendwo trocken und geschützt hängt, dann hat man an so einem Kranz wirklich ewig Freude. Ja, dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Ja, und dann kann man entweder Strandflieder oder, was natürlich immer schön ist, ist auch, damit es auch schön lässig ist und was toll hält, ist Schleierkraut, also Gypsophila. Und das kann man in so kleinen Stücken in diesen Kranz auch reinkleben. Geht genauso zu kleben wie genauso wie auch die Steineiche und bringt natürlich einen herrlichen, so einen fluffigen, hellen Charakter. Und das ist das so mit dem Heißkleber. Also ich gehe mit dem Heißkleber immer so am Stiel entlang. Ja, hier sieht man also so den Heißkleber, wo der hängt. Dann muss es natürlich möglichst fix gehen, dass ich mit dem Schleierkrautstiel in den Kranz will. Weil wenn ich jetzt hier so lang rumtrödel, dann ist der Heißkleber kalt. Und dann kann ich nicht mehr kleben. Also ich kann auch wirklich relativ sparsam arbeiten, indem ich so ein kleines Stückchen am Stiel entlang klebe. Und dann kann ich natürlich auch versuchen, dass ich relativ wenig Heißkleber verwende. Aber Heißkleber, also früher gab es ja auch keinen Heißkleber und ganz früher gab es auch keine Steckmasse. Ja, da wurde dann alles gedrahtet. Das kann man natürlich machen. Zum einen dauert es viel länger und zum anderen ist es natürlich auch so eine mit Steckmasse halten die Pflanzen natürlich länger, sind wasserversorgt. Also das sind natürlich lauter so Hilfsmittel, die man jetzt, ich sag jetzt mal, in der Neuzeit nicht verwendet. Ja, ich glaube, Steckmasse wurde in den 50er Jahren erfunden. Das hat mich auch mal interessiert, weil früher musste das alles tatsächlich früh morgens gemacht werden und die Blumen hatten eben keine Wasserversorgung. Ja, also für sämtliche, sowohl für schöne als auch für traurige Anlässe musste alles am selben Tag gemacht werden und das war natürlich zeitlich dann viel stressiger als den Luxus, den wir heute haben mit unseren super tollen Hilfsmitteln, die wir dann natürlich auch sehr gerne nutzen. Und ich glaube, heutzutage ist auch Personal teurer als früher. Also es hat sich doch alles ziemlich gewandelt. Ja, also Schleierkraut ist jetzt auch drin. So. Und dann bekommt also unser Kranz schon so eine schöne, fluffige Note. Das finde ich total, ja, es ist Wahnsinn, gell? Wie dieser kleine Efeu-Ring, wie der jetzt so nach und nach, Moment, hier ist ein Zippel, der hier noch weghängt. Ja, wie der so nach und nach eben schicker und voluminöser wird. Dann habe ich was ganz Tolles. Moment, wo ist eine, die raschelt? Genau, hier, wer Mondkapseln hat, der braucht eigentlich keine Babyraschel mehr, weil raschel, 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 das sind die Samen da drin. Und Mondkapseln, finde ich, sind auch ganz toll da drauf, auf dem Kranz. Die machen sich also wunderschön. Und so, dann mache ich noch ein Stückchen vom Stiel ab, nehme auch hier diesen Stiel und genau das gleiche auch wie mit den anderen Stielen füge ich den Mohn so liegend ein, sodass der Mohn auch in der Schwungform von dem Kranz mit drin ist. Ja? Ich könnte jetzt nicht das ganze Grün in die Richtung laufen lassen und den Mohn in die andere. Ja, das wäre so ein Stilbruch. Also das ist schon bei einem Kranz stimmig, wenn die Materialien in die gleiche Richtung laufen. Ja, das ist diese sogenannte Schwungform, die finde ich total wichtig bei so einer Arbeit.
Ja, ihr merkt, ich schneide ihn jedes Mal, das ist so Floristenmanier, dass ich jedes Mal mit dem Messer auch den Mohn anschneide. Der kriegt jetzt gar keine Wasserversorgung, aber das ist so unsere Gewohnheit. Wir nehmen immer ein scharfes Messer, machen immer einen scharfen Anschnitt und deswegen ist es jetzt auch so eine Gewohnheit, diesen Mohn zu nehmen und da einen scharfen Anschnitt zu machen. Die Muschelblume, ich habe ehrlich gesagt keine Erfahrung, wie die Muschelblume ohne Wasser hält. Ich weiß es nicht, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich mache das Video heute für euch, weil euch hat ja der Kranz so gut gefallen. Ich klebe die Muschelblume jetzt nicht. Ja? Was ich mache ist, ich stecke die einfach nur so dazwischen in den Kranz. Muss natürlich hier ein paar Zwischenräume suchen. Ja? Und da ich den Kranz jetzt auch nicht ewig weit rumtragen will, gehe ich jetzt einfach nur so vor, dass ich die Muschelblumen in den Kranz lege. Wenn die nicht halten, dann kann ich die einfach rausnehmen. Ja, und dann kann ich mir immer noch was Frisches aussuchen. Aber ich gebe es zu, ich habe die Muschelblume auch extra für euch und extra für das Video gekauft und habe gedacht, sie muss eigentlich dazu, weil sie ist so speziell und so schön. Und sie hat ja auch diese Eigenart, also wenn ich die jetzt so stecken würde, so schräg, dann würde dieses Ende wieder hier so, ja, das würde hochgehen. Also es geht immer hoch und das sieht so süß aus, wenn man dann steckt. Ja, hier sieht man auch, wenn das dann so aufwärts geht. Ich liebe es, also ich liebe diese anpassungsfähige Eigenart der Muschelblumen. Und das ist natürlich in erster Linie jetzt eine Event-Deko, der Kranz, ja. Und guck mal, wie süß diese kleinen einzelnen Trichterchen. Sehr süß. Ja, das ist jetzt in erster Linie eine Event-Deko. Warum? Der Kranz ist jetzt ohne Steckmasse gefertigt. Der ist natürlich so, dass der jetzt nicht ewig hält. Ja, es ist jetzt nicht wie ein Herbstkranz, wo man Amaranthus, also Fuchsschwänzchen reinmacht. Oder wo man auch diesen festen Strohrömer hat, sondern das ist jetzt wirklich so eine Deko, wo man sagt, wow, das muss an dem Tag toll aussehen und wo es einem eigentlich ja zumindest zweitrangig ist, wie lange das jetzt im Endeffekt hält. So, also hier kann ich auch ein Drehtchen nehmen. Genau, das ist genau der Effekt, wenn das bei euch vielleicht mal so ist, dass die Muschelblume zu weit rausläuft. Nehmt ihr einfach einen kleinen Draht, geht einmal ja, so durch den Kranz und drahtet einfach diese Muschelblume fest. Ja, und schon ist das Ganze, ja, schon ist sie fixiert. Und ich würde sagen, ich glaube, die Optik, Kuckuck, die Optik ist jetzt doch sehr ähnlich diesem Kranz, den ich für die Feier gemacht habe. Ja, also. Das ist jetzt hier dieser schöne, lässige Kranz, nur mit Efeu-Ranken geschlungen, der so faszinierend wirkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es wird in der nächsten Folge wieder News geben. Tolle Infos rund um die Pfingstrosen. Die Serie geht weiter. Welches Thema ich nächste Woche mache, muss ich mal gucken, vielleicht mache ich mal was mit Gladiolen. Das hat sich auch jemand von euch gewünscht. Wäre auch sehr, sehr reizvoll. Aber ich muss ehrlich sagen, ich entscheide es dann spontan, auch welche Blumen ganz toll sind, was mir so einfällt. Aber wir gehen jetzt so langsam in den Herbst über, ihr Lieben. Und das ist jetzt auch Grenze, sind natürlich Herbstarbeiten. Also da geht es jetzt so langsam damit los. Und ja, noch eine Info. Natürlich, wenn ihr so eine schöne Event-Deko machen wollt, natürlich bereitet ihr das am Vortag vor. Ja, und was dann ganz wichtig ist, ist diesen Kranz in ein feuchtes Medium zu packen. Wie mache ich das? Also ich habe das auch mal bei so einer, ich hatte so eine Blütengirlande gemacht. Ja, und da habe ich zum Beispiel auch die ganze Arbeit mit sowohl mit, einfach mit Wasser, also mit dem Wäschesprüher, ja, angesprüht, als auch, so, das kann man auch dann immer schön machen, als auch, das ist jetzt ein Verdunstungsschutz, ja, und was mache ich jetzt? Ich nehme einfach einen Müllbeutel oder einen gelben Sack und schneide den auf, also ich nehme eine große Folie, möglichst einen Beutel, den ich danach nochmal für was anderes verwenden kann, weil dann braucht man nicht so viel Plastik. Ich finde es immer schade, wir versuchen immer das Plastik wieder zu verwenden.
Und den mache ich um diesen Kranz drumherum und mache den auch ganz dicht zu, sodass der so richtig schön feucht über Nacht ist. Und wenn der dann am nächsten Tag, wenn dann die Feier ist, dann wird er ausgepackt und wird schön dekoriert und sieht dann ganz toll aus. Aber dann kann der über Nacht gar nicht so trocken werden. Und beim Ansprühen sieht man noch ein paar Heißklebefäden. Deswegen zupfe ich dann immer so rum. Ja, aber jetzt ist das Video endgültig fertig. Und ich wünsche euch beim Nacharbeiten von diesem tollen Kranz ganz viel Freude. Ihr braucht eigentlich relativ wenig Zutaten. Und viel Spaß beim Dekorieren. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.